Wir brauchen wieder Platz. Wir fangen mit den Weihnachtseiern an. Oh, die ist ja schon halb auf hier. Die ist schon kaputt gegangen. Nice. Die Schokolade ist gut. Was haben wir hier? Irgend so ein Käfer? Ich glaube, das springt hier wieder ein bisschen rum. Okay, das ist, glaube ich, wieder für den Finger. Schauen wir mal, was das ist. Ach, wie geil ist das denn? Man kann sich jetzt um den Zeigefinger machen. Also für gut, für meine Wurstfinger nicht mehr. Und dann kann man damit rumschießen, so Beyblade-mäßig. Cool. Aber das sind Mädchenei, das wundert mich jetzt ein bisschen. So, the next one. Das gleiche nochmal. Jetzt habe ich zwei Stück. Sehr nice. Jetzt kann ich damit Kahn abschießen. So, zum dritten. Jetzt müsste da, glaube ich, irgendwann eine Figur raus auftauchen. Ne, euer Ernst? Ich habe jetzt viermal das gleiche an Spielzeug hier drin. Jetzt kann ich an meinen drei Fingern damit rumschießen. Okay. Aber hier müsste jetzt eine Figur sein. Ja. Also ich habe jetzt eine neue Theorie, Freunde. Also die Figur, die wir suchen und die immer garantiert ist, die sind immer in so einem dunklen, orangenen Hülle drin. Wenn ihr die Erfahrung auch gemacht habt, schreibt mal in die Kommentare. Ja, und hier ist ja die gesuchte Figur. Oh, wie geil ist das denn? Okay, das kann ich dann hier dran machen, glaube ich mal. Kann ich das nicht da reinschieben? Und dann steht die Figur, oder? Kann ich dann hier... Oh, das ist, glaube ich, auch hier so ein Ring, glaube ich, der verstellbar ist. Bam! Jetzt habe ich den Lebkuchen-Finger-Ring. Yo! Okay, cool. Gucken wir uns mal an, was es generell für Figuren gibt, oder? Ah, nee, gar nicht. Ich weiß gar nicht für den Finger. Das ist... Ah, okay. Man kann hier Papier zusammenknüllen oder zusammenrollen und dann kann man das hier benutzen und das... dass es dann zubleibt. Und das sind die Figuren, die es gibt. Es gibt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Figuren, die man sammeln kann. Okay, cool. Also sprich, wenn ich jetzt eine Wunschliste habe für Weihnachten, kann ich das jetzt zusammenrollen und dann hier das zumachen und dann meinen Eltern geben. Cool. So, 4 Eier haben wir noch, meine Lieben. Jetzt kommen die für die Jungs. Und auch hier ist mal wieder ein Ei kaputt. Sehr geil. Ist mal wieder wohl beim Transport kaputt gegangen. Lecker, lecker. Weiter geht's. Hier haben wir so ein Auto, was wir zusammenbauen können. Wir hatten so ein bisschen so ein Matchbox-Feeling. Brinty. Davon gibt es 3 Figuren. Okay, cool. Wir können das nach hinten ziehen und dann fährt es von alleine. Sieht so wahrscheinlich so aus. Ja, eher weniger. The next one. Das drittletzte Ei. Beeil mich mal ein bisschen. Was denn das? Da haben wir wieder was für den Finger. Okay. Wo sich dann die Flügel anscheinend bewegen. Bin mir nicht sicher, aber ja. Das ist eher was für die Mädchen, würde ich sagen. Ich verstehe nicht, warum diese Teile zum Schießen bei den Mädchen drin sind. Diese Teile bei den Jungen. Komisch. Aber naja. Ja. Hier ist die Figur. Es ist wieder orange. Das müsste wieder das Gesuchte sein. Hoffentlich kein Lebkuchen. Yo. Und hier das gleiche auch nochmal mit dem schönen hier. Moment. Das kann ich mal wieder zusammenbauen. Wo ist denn unser Lebkuchen-Typ hier? Wo habe ich denn wieder hinverdonnert in dieser Menge? Ach, hier. So, wir haben die 2 gesuchten Figuren von der Weihnachtsedition. Und hier hinten könnt ihr schon sehen, was für ein Chaos ich wieder habe. Kommen wir zum nächsten. Bam! Und hier haben wir wieder so komischen Biber. Ja, die Eule haben wir wieder. Okay, Freunde, das war's schon mit dem Video. 16 Überraschungseier öffnen und hier mit der Weihnachtsedition. Für die Jungs und für die Mädels. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten geben. Sonst für weitere coole Flaschenvideos. Ach, ich lasse es heute mit dem Intro. Schaut einfach nochmal rechts hier rein für die nächsten Videos. Und ja, wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann, tschüss!